Also, ich werde kurz das Box-Event erläutern, damit Sie vorstellen können, was das eigentlich ist hier. Da will ich als erstes abgrenzen gegen das Amateurboxen, das Profiboxen, was man vielleicht kennt aus dem Fernsehen. Profiboxen, Sie wissen das, die Klitschkos sind da ganz bekannt. Das Amateurboxen kennt man jetzt weniger, das ist das olympische Boxen. Also weiß man meistens gar nicht, wer da so boxt. Da habe ich aber zum Beispiel einen hier, Jonas Radke zum Beispiel, der letzte Hochschulmeister von der Sporthochschule hier. Komm hoch, Jonas, komm hoch. So, was unser Boxevent betrifft, läuft es ein bisschen anders ab. Das Ganze sieht so aus, das sind jetzt größtenteils die Teilnehmer aus der Box AG, beziehungsweise die Internationals, die gerade kein Wort verstehen von dem, was ich sage, aber ich denke, einen schönen Flieger hat der Mann. Also, hello Internationals, where are you? Excellent. I must apologize for speaking in German, I will explain later to you. Probably. Okay, also ich mache weiter, ich erkläre kurz auf Deutsch in den Grundzügen die Veranstaltung. Ganz einfach, hier treten gleich Kämpfer und Kämpferinnen, muss man wohlgemerkt sagen, gegeneinander, miteinander an. Das heißt, sie werden kurz eine Präsentationsrunde machen, werden gegeneinander kämpfen, das sind letzten Endes 3 Minuten in der Summe, 1 Minute 30, kurze Pause und nochmal 1 Minute 30 Kampf. Dabei haben die Kämpfer und Kämpferinnen die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sie, liebes Publikum, wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung, dürfen dann richten am Ende der Kämpfe, welcher Kampf war der beste Kampf des Abends. Merken Sie sich also, Gesichter, hier bei dem kleinen Dicken da vorne, die Konfektion zum Beispiel, nein, war nur Spaß. Der kann MMA, da muss ich ein bisschen aufpassen, Stefan. Ansonsten die Kampfnummer, also merken Sie sich so ein bisschen was, wer war Ihr persönlicher Favorit an dem Abend, ganz wichtig. Am Ende werde ich nämlich keine Sporo-Dollars rumgeben, und mit denen können Sie am Ende abstimmen, welcher Kampf Ihr Favorit war. Max! Ja. Kombine! Kombine! Das ist natürlich so. Ja! Gut! Ich bin Sven! Holy fucking shit. MMA-Kämpfer. Der ist doch total gefährlich, dieser Sport. Du siehst so aus, als hättest du schon ein paar abgekriegt. Stefan, du bist ja total geflickt. Was würdest du dazu sagen? Kann man MMA machen? Kann man das als Sport betreiben, als breiten Sport hier? Für die Leute im Publikum? Das Flicken ist nur Alibi, dass wenn der Rainer mich vermöbelt, dass ich sagen kann, Schulter war kaputt. Okay. Meinst du das ist notwendig? Meinst du, der vermöbelt dich jetzt, der Rainer? Das klären wir jetzt, ne? Wie meint ihr das jetzt? Oh! Mein Herz ist nicht. Ist es dein Herz, Rainer? Bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Meinst du, der kann dir was anhaben? Der ist doch 2 Köpfe kleiner. Jetzt machen wir keinen Quatsch, Rainer. Ja, schon, aber der hat ja auf dem Zahnschutz MMA stehen. Ich hab ein bisschen Angst, dass er mir in die Beine geht. Okay, nee, ist verboten. Also, wir machen keinen Grappling, wir machen hier keinen Bodenkampf. Oder? Nee. Okay, wie sich entwickelt. Dann will ich sagen, ich hau hier schon nichts aus dem Ring auf, meine Damen und Herren. Wir lassen die 2 mal. Tom, du machst das für mich. Dankeschön. Los!
Max Kleinkamp und Paul Behrens. Wer? Wer seine Dollars loswerden möchte, kann das jetzt tun. Dann komme ich zu euch zwei. Rainer Morath und Stefan Arisch, das war Kampf Nummer 5. Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Das Ergebnis dieses Abends steht fest, der Finalkampf des Abends steht fest. Es bereitet sich vor zum Finalkampf. Elias Bauer und Matthias Bauer. Zum Finalkampf des Abends. Elias Bauer in Blau. Wer macht die bessere Figur? Der Profi, der Boxer oder der Sportstudent? Na gut, ich wollte es noch ein bisschen anstehen, das ist nicht ganz gelungen, aber kein Problem. Damen und Herren, meine Damen und Herren, das ist Ihre Aufgabe. Sie sorgen dafür, dass der Adrenalinpegel hier bei diesem Kampf ganz oben ist. Kommen Sie ran, alle Jungs, und feuern Sie die zwei an. Aber los, die Zeit vor rein! Vorwärts, 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 vorwärts. Damit gebe ich den Rennfall! Kampf des Abends! Rennfall! Auf Matthias!